Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play auf diesem Kanal. Ja, ich war ja lange Zeit inaktiv und wir wollen jetzt mal wieder starten. Ein Grund, warum ich wieder zurückgekommen bin, ist einfach, dass ich es echt vermisst habe. Und ja, fangen wir schon mal an hier mit Evoland. Wir können bis jetzt nur nach rechts laufen, nach links. Jetzt können wir nach links laufen, haben wir freigeschaltet. Evoland, was ist das für ein Spiel? Ja, es ist ein satirisches Spiel über die Spieleentwicklung an sich, wie sich die Spiele so im Laufe der Zeit entwickelt haben. Und ja, das ist so Pokémon-like schon. Und ja, jetzt haben wir die Soundeffekte weiter freigeschaltet. Also man schaltet immer wieder andere Sachen frei. So, jetzt haben wir den glatten Bildlauf. Das ist jetzt wirklich Pokémon. Und ja, da kommen wir noch nicht weiter. Aber hier. Jetzt haben wir ein Schwert erhalten. Ein Schwert, wie können wir das benutzen? Ah, auf Leertaste. Jetzt haben wir Monster freigeschaltet. Uiuiuiui. Jetzt wird's aber wirklich hart. Ja, das erinnert mich, hoppala, ein bisschen Zelda. Jetzt sag mir, oh Gott, jetzt müssen wir den ganzen Scheiß von vorne machen. Ja gut, wir haben ja im Prinzip Zeit. Lol. Ah, okay, also muss ich das wahrscheinlich auch erstmal freispielen, dass man dann eben nicht verreckt, sondern, ja, wieder irgendwo spawnt oder sowas. Oder es geht gar nicht, kann ja auch sein. Naja, wollen wir mal. Müssen wir nur gucken. Boah, jawoll, läuft. Oh, jetzt haben wir die Musik hier. Epische Musik. Muss ja auch sein, ne? Muss ab und zu auch mal sein. Ist ja ganz wichtig. So. Speicherpunkte. Gespeichert. Sehr schön. Jetzt endlich. Und ja. Mal schauen, was Evoland noch so hat. Sterne. Okay, es gibt Sterne. In Evoland. Aber die sammeln wir nicht. Oder? Ich glaube eher weniger. Oh. Oh, oh, oh. Oh. Farben. Fuck! Fuck, ey! Egal, wir können jetzt fortfahren. Bei unserem alten Spielstand. So, 16 Farbenanzeige. Sehr schön. Jetzt wird das Ganze doch wunderschön hier. Wunderschön ist das Ganze jetzt. Nee, erstmal ohne Scheiß gefällt mir. Na ja, komm. So, gekillt. Sind wir gut, ey. Aber da kommen wir, glaube ich, noch nicht weiter hier. Ne? Nee. So. Zubat haben wir damit auch getötet. Da kommen wir auch nicht weiter. Was ein Scheiß. Müssen wir also hier hoch. Ah, Speicherpunkt. Sehr schön. Was ist hier? What the fuck? Nach jahrhundertelangem Frieden tragt eine uralte böse Macht zurück ins Licht, um die Welt von Evolandia zu bedrohen. Ihr seid eins der wenigen verbleibenden Mitglieder des Ordens der Drachenritter, dessen Aufgabe es ist, die Welt zu beherrschen und nach Notleiden zu helfen und das Böse zu bekämpfen. Dank jahrhundertelangem Friedens hattet ihr in letzter Zeit nicht gerade viel zu tun, aber es sieht ganz so aus, als würde sich das bald ändern. Verkehr, die Handlung! Wir haben die Handlung! Baby! Boah, boah, ey, das ist Luxus. Das ist schon fast Luxus hier. Zubat. Ah, Mist, da kommen wir noch nicht rüber. Zeichenanzeige. Oh, geil. Dieser Pfad ist nur für wenige Abenteuer geeignet. Oh, geil. Ja, komm. Ja. Noch ein Zubat. Lass mich in Ruhe, Zubat. Dann lass ich dich in Ruhe, Zubat. Oh, noch was. Freie Bewegung. Was? Wie freie Bewegung? Hä, raff ich irgendwie nicht an. Ah! Ach so! Ach so, ich bin jetzt nicht an diese Blocks gebunden. Sehr schön. Oh shit. Ah, die kenne ich aus Zelda hier. Wie hat man die nochmal platt gemacht? Von hinten oder so, ne? Ja, genau. Oh Gott, nee, ey. Geht ja gar nicht. Mit dem will ich mich gar nicht anlegen. Inventar! Coole Sache. Jetzt haben wir ein Inventar, ey.
Das ist wirklich cool. Ja, aber wo geht's denn jetzt weiter? Das wüsste ich halt gerne. Vielleicht da unten irgendwo. Wieder zurücklaufen und dann mal schauen. Ich meine, da oben war ja noch irgendwo eine Kiste. Ja, genau hier. Oh, ein Stern. Tolle Wurst. Tolle Wurst. Brauche ich aber eher weniger, ne? Wobei, vielleicht ist dieser eine Block hier weg. Nee. Schade. Ich schätze auch nicht, dass es hier hinten weitergeht, sondern irgendwo oben. Hier lang irgendwo. Du Subat des Verderbens. Und du Quark-Dings. Ach, scheiße. Scheiße. Ich brauche unbedingt mal diese Lebensdinger hier. Oh, verdammt. Ich denke, als auf den Pfeiltasten ist es, aber es ist ja gar nicht auf den Pfeiltasten. Sondern auf Leertaste. Oh, jetzt sind schon zwei Zubats. Nur noch ein Zubat. Bär, 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 bär. Ah, Moment mal. Geht's. Nee, hier geht's auch nicht durch. Bär, bär. Aber irgendwo muss es doch dann weitergehen. Was steht denn hier? Der Dimensionsschein versucht es mit dem Pfad im Osten. Es gibt einen Pfad im Osten. Ich hoffe, ihr meint nicht den hier. Hier geht es nicht weiter. Vielleicht muss ich auch beide besiegen, ne? Aber ich mache erstmal einen nach dem anderen. Verdammt. So, ah, geht doch. Verstehe. So, jetzt sind wir hier. Oh, das ist doch so eine Übersichtskarte, ne? Rundenbasierter Kampf. Och, nee. Rundenbasierte Kämpfe habe ich nie gemocht. Naja. Naja. Dann wollen wir mal. Oh, gewonnen. Gewonnen. Oh. Mode 7? Ja, supi. Na gut, wir können ja bis jetzt nur angreifen, ne? Ah, Mann, komm schon, verrecke endlich. Geht doch. Ah, Ortsnamen, die Wiese. Gibt es hier auch einen Speicherpunkt auf der Wiese? Genau, so. Und ich würde sagen, damit machen wir Ende des ersten Parts und wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ciao, Leute!